Hallo und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. Ich habe gerade die Geistmasters hier besiegt. Oh, und jetzt sind auch ein Buch bekommen. Easy. Aber wir haben halt schon alle Bücher. Ich musste die besiegen, weil ich hier an das Harmoniegespräch wollte. Hallo, anderer Boss. Dunkel Barbarus. Ricky und Melia. Okay. Ricky und Melia. Hey, ansehen. Tröstende Worte. Melly, lach mal, Melly. Oh, ihr seid es, Ricky. Was blickt ihr mich so besorgt an? Es ist alles in bester Ordnung. Aber Melly lächelt verkehrt herum. Sieht traurig aus. Was ist denn hier die richtige Lösung? Eins. Ich dachte gerade an meinen Bruder und meinen Vater. Die Erinnerung schmerzt mich sehr. Mellys Papa Bon war ein guter Vogelmann und Bruder auch. Ricky mochte beide. Wirklich? Wie lieb von euch, Ricky. Ich bin stolz auf sie, als Tochter und als Schwester. Sie werden stets einen Platz in meinem Herzen haben. Was bedrückt euch? Ricky traurig, dass er Mellys Familie nicht helfen konnte. Ricky kein wahrer Heldenpon. Das mag sein. Oh nee. Das darfst du echt nicht sagen. Das kannst du einfach nicht sagen. Das ist einfach so böse. Das ist nicht wahr. Wo denkt ihr hin? Das sieht euch gar nicht ähnlich. Wo ist euer Heldenpon-Selbstvertrauen, das ich so schätze? Weg. Lasst eure Zukunft nicht von der Vergangenheit betrüben. Auch ich werde mich bemühen, den Blick nach vorne zu richten. Ungeachtet aller Schmerzen, die wir erfahren mussten. Melly, starke Vogeldame. Ricky will so stark sein wie Melly. Es ist schön, den Heldenpon zurückzuhaben, den ich kenne. Ich habe ihn schon vermisst. Ricky will sich nicht mehr beklagen, will tapfer sein wie Melly. Will immer für Melly da sein, als Beschützer und Freund. Dafür bin ich euch sehr dankbar, mein tapferer Ricky. So, was haben wir als nächstes? Nordwestlich vom Kronenbaumtor. Ryan und Ricky mit Stufe 4 Harmonie haben wir natürlich nicht. Das heißt, diese Seite kann ich auch wegtun. Können wir nicht machen. Fiora und Schala. Okay. Liste. Nicht Wald, sondern Grenzdorf. Siebte SOG. Da haben wir noch ein Harmoniegespräch zwischen den beiden. Wo geht's denn überhaupt lang? Hier? Ja. Dum, dum, dum. Aber alte Erinnerungen. Es ist eine Nopa-Tradition, von hier herunterzuspringen. Das heißt, man springt, um seine Liebe und Hingabe zu beweisen. Von so weit oben, das ist ganz schön hoch. Kennst du jemanden, der von noch weiter oben gesprungen ist? Sehe ich da etwa ein Lächeln? Als die Festung einstürzte, sprang der mutige Held in die Tiefe, um die süße Fiora zu retten. Haha, wie du das sagst, Schala, aber es stimmt. Ich erinnere mich. Ich hatte solche Angst, aber als ich aufwachte, war er neben mir. Ich fühlte mich plötzlich so sicher und geborgen. Wie schön, Fiora. Du magst ihn, nicht wahr? Was soll das heißen? Ich mag euch alle. Wir sind doch alle Freunde, oder nicht? Ach ja, ich verstehe. Gut, aber... Als ihr von eurem Sturz erwacht seid, ist etwas passiert, oder? Zumindest hat Ryan erzählt, ihr werdet euch sehr nahe gekommen. Das ist mein Geheimnis. Ryan weiß davon. Ryan weiß davon? Aber hallo, und auch damit macht sich so seine Gedanken. Bitte? Haben die zwei denn nichts Besseres zu tun? Die haben doch mehr als genug Probleme mit sich selbst. Fiora, jeder von uns wird ein klein wenig neidisch bei dir und Schulk. Folge deinem Herzen, aber gib gut drauf Acht.
Ach, die erste Liebe ist etwas Wunderbares. Jetzt fängst du auch schon damit an, Charla. Wieso stecken alle ihre Nase in meine Angelegenheiten? Wir wollen nur das Beste für dich, Jora. Das ist alles. Also schnapp dir deinen Kerl, bevor es zu spät ist. Okay. Alles klar. Das Herz ausschütten. Wuhu. Das ist die Trophäe für die Hälfte aller Harmoniegespräche, glaube ich. Oder so in die Richtung. Ihr seht, wir haben noch sehr viel vor uns. Oh Mann, das kann ich auch abhaken. Fiora und Melia. Okay, haben wir gerade sowieso da. Beim Nopon-Turm. Hier. Hier ist es so schön ruhig. Irgendwie ruft dieser Ort alte Erinnerungen wach. Woran denkt ihr, Fiora? Lass mich raten, ist es Schuld? Nein, ich meine doch schon, aber nicht nur. Interessant, erzählt mir davon. Amelia sieht so gut aus mit diesen. Also die beiden sehen halt echt gut aus mit ihren Outfits. Amelia steht voll das Blau und Fiora steht dieses Rosane so auch sehr, sehr gut. Sieht halt einfach nice aus. Muss man so sagen. So. Gut, es ist so. Es gibt da diesen wunderschönen Park in Kolonie 9. Dort habe ich einmal mit Schulz zusammen Mittag gegessen. Was sie nicht sagt. Folgt jetzt die Romantik? Traute Zweisamkeit im Sonnenuntergang? Nein, darauf wollte ich nicht hinaus. Es ist nur, ich muss ständig an diesen Tag im Park denken. Warum, weiß ich nicht. Ist an diesem Tag etwas Besonderes vorgefallen? Nee. Eigentlich war es ein Tag wie jeder andere. Es war wunderbar sonnig und die Vögel haben gezwitschert. Das klingt wunderbar. Als wir klein waren, sind wir oft im Park herumgerannt. Ich war Schulk immer eine Nasenlänge voraus. Hehe. Ihr habt euer ganzes Leben gemeinsam verbracht. Ich beneide euch darum. Mir war es nie erlaubt, so enge Freundschaften zu pflegen. Von Ausflügen in den Park ganz zu schweigen. Aber jetzt kannst du tun und lassen, was du willst, oder? Wenn du willst, gehe ich mit dir in den Park. Jetzt gleich. Das würde dir tun? Das Angebot allein bedeutet mir sehr viel, Fiora. Ich danke euch. Ich bin sehr froh, euch getroffen zu haben. Ich auch. Ich hoffe, dass wir noch lange Freundinnen bleiben werden. Ich meine, vorausgesetzt, ich schade nicht deinem Ruf mit meiner Erscheinung. Macht euch keine Sorgen. Ihr seid meine Freundin, das ist alles, was zählt. Cool. Und Damben und Ricky. Oh, das können wir nicht machen. Da brauchen wir maximale Harmonie. Geht nicht. Damben und Melia. Hier. Wahre Gefühle. Diese Blume ähnelt einer Pflanze, die einst am Eritmeer gedieh. Einst? Du meinst, heute wächst sie nicht mehr dort? Am Eritmeer ist diese Art ausgestorben. Doch womöglich trug der Wind ihre Saat bis in dieses Land. Die Natur ist etwas Wunderbares. Du scheinst Blumen zu mögen. Ich bewundere sie in der Tat. Auf Reisen neue Arten zu entdecken ist faszinierend. Mögt ihr Blumen, Damben? Nein. Wirklich? Völlig abgeneigt könnt ihr den Blumen nicht sein. Gib es offen zu, wie beharrlich du bist. Du kannst wohl nicht begreifen, wie man Blumen nicht mögen kann. Doch, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber wenn ihr Blumen tatsächlich verabscheuen würdet, dann würdet ihr im Wald nicht so vorsichtig über sie hinwegtreten. Ich verneige mich vor deiner Beobachtungsgabe. Ich habe ein gutes Auge für das wahre Herz einer Person. Ich habe jeden von euch stets genau in meinem Blick. Oh. das direkt zu fragen. Wie siehst du Schuld? Nee, Mann, das ja. Wer herrscht, muss das Volk verstehen. Mein Vater hat mich viel über die Pflichten eines Herrschers gelehrt. Ich dachte nicht, dass dieses Wissen je vonnöten sein würde. Und doch brauche ich es nun mehr als jemals zuvor. Ich habe viel von ihm gelernt, weit mehr als nur zu beobachten. Ich habe gelernt, Haltung zu bewahren und zu kommunizieren. Ein paar Stunden Nachhilfe würden aber auch nicht schaden.
Was wollt ihr damit sagen? Haltet ihr meine Fähigkeit im Umgang mit anderen etwa für unzureichend? Nun, nicht immer. Mit Ricky oder Schul kommst du sehr gut zurecht. Ich hingegen habe die wahre Melle noch nicht kennengelernt. Aber vielleicht ist es dafür auch noch zu früh. Ich verstehe. Nun, ich werde versuchen, mich euch ein wenig mehr zu öffnen. Ich danke euch für das Gespräch. Es wird wohl ein Weilchen dauern, aber das ist in Ordnung. Okay. Okay, das dafür, für diese Mission brauchte man Harmonie Grün. Ja, also das ist noch sehr, sehr am Anfang gewesen. Dieses Ding. So, jetzt geht's direkt ins RFC, Fiora und Ricky. Und zwar hier. Leuchtturm Syrath. Oder Syrath. Warte, Fiora und Ricky war es, ne? Das dürfte hier oben sein. Ja, Fiora und Ricky. Wo haben wir es? Hallo? Ah, hier. Ricky will wissen. Boah, sieht echt geil aus gerade. Alter, sieht das geil aus. Boah, mit diesem Sternschnuppending gerade sogar noch. Holy, sieht das gut aus. Das sieht echt nice aus. Oh, wunderschön. Schau, Fiora, schau. Ich sehe es, Ricky. Es ist prächtig. Man kann bis zu McConaughey sehen. Naja, McConaughey sieht man nicht mehr. Fiora, Ricky hat wichtige Frage. Worum geht es denn? Fiora, bitte Ricky verraten. Was ist hinter McConaughey? Hinter McConaughey? Keine Ahnung. Das Meer und der Himmel, so habe ich es zumindest gehört. Hm, wirklich wahr? Warum so nachdenklich? Wenn wieder Frieden auf Bayonne ist, Heldenporn Ricky will nach neuen Welten suchen. Wirklich? Super, eine großartige Idee. Auf sowas würden Schul und Ryan nie kommen. Ich wünschte, Schul käme auch anderweitig endlich in die Gänge. Alter, was? Okay. Ja, das kann man jetzt in vielerlei Hinsicht sehen. Ricky großartig, ja und wie. Schulg und Ryan, Freunde von Ricky, aber Ricky der cleverste von allen. Oh, ich muss mal gerade husten, Moment. Oh Mann, meine Stimme ist schon echt angeschlagen von dem ganzen Lesen. Hm, neue Welten, vielleicht irgendwann einmal. Nein, Fiora muss aufgeregter sein. Das bin ich doch, ist es nur, gibt es wirklich andere Welten? Fremde Welten ohne Krieg und Gewalt wie hier? Eine Welt voller Harmonie für alle? Muss nicht woanders geben, Bayonis kann neue Welt werden. Große Aufgabe von Ricky und Freunden. Vielleicht hast du recht, Ricky. Ja, du hast wirklich recht. So sollte ich denken. Danke, dass du mir die Augen geöffnet hast. Ricky hilft gern und jetzt gemeinsam weltgesund machen. Ich kann es kaum erwarten. Geh voran, oh Heldenborn. Wir stehen alle hinter dir. Heldenborn. So. Schul kommt auch hoffentlich anderweitig in die Gänge. ETF. Okay. Für das nächste müssen wir nach Alkemath. Oh ne, da müssen wir so lang laufen. Oh nein. Wie viele haben wir in Alkemath? Können wir die machen alle? Ja, kann ich... Ja, ich kann die alle machen. Okay, zum Glück. Okay, das ist Schulk und Melia. Gruppe... Schulkboy. Huh... Wir müssen...
müssen ins Audienzzimmer. Was haben wir noch? Himmelsterrasse. Oh, die Himmelsterrasse würde ich eigentlich gerne eher später machen. Ich würde zuerst gerne das andere Gespräch machen. In der Gruft der Hyentia. Mit Ryan und Melia. Da. Und wo ist das? Zweites G. Tal der Kaiser. Weil dann kann ich das jetzt verkacken. Und danach. Das ist da hinten? Also ob ich da jetzt wirklich drüber. Das sieht immer noch so weird aus. Und diese komische Kugel hier. Da unten ist auch nichts. Tschüss, Fiora. Tschüss. Wie weit sie fällt einfach. Lol. Is that all the backbone you have? Sie ist unten? Oh lol, tatsächlich. Da ist eine Plattform unten. Okay. Komm, Fiora. Okay. Nein, falsch. Warte, ich speichere mal. Okay, hier machen wir jetzt alles falsch. Ganz gleich, wie oft ich diesen Ort aufsuche, erscheint mir stets auf neue mystisch und beeindruckend. Ja, ist ein nettes Action hier, aber dass es so alt sein soll, findet sich bei eurer Kolonie nicht ebenfalls alte Architektur? Nö, nie welche gesehen. Höchstens die Ruinen von Magmel. Aber von denen ist kaum noch was übrig. Ich verstehe. Diese Kugel, was hat sie denn zu bedeuten? Die Antwort ist mir nicht bekannt. Auch mir bleibt ihr Sinn verborgen. Hey, Moment mal. Oh, die Harmonie hat sich verringert. Als ihr das in der Schule hattet, hast du bestimmt geschwänzt, hm? Ich betrachte unser Gespräch als beendet. Ach komm, Melia, das war nur ein Witz. Ach ja? Seid euch eurer Grenzen bewusst. Laut Forschungsministerium ist das Nervenzentrum der Gruft. Vielleicht wird das Verteidigungssystem von hier aus gesteuert. Gar nicht übel. Ich meine dafür, dass das schon so alt ist. Und was ist das Gekritzel da an der Wand? Euer Alphabet? Es handelt sich um eine uralte Inschrift. Sie beschreibt den Titanenkrieg. Davon gibt's noch Inschriften? Hä? Das war falsch! Ich dachte, von damals gäbe es gar keine Aufzeichnungen mehr. Wow, vielleicht ist das ja hier die letzte. Ihr wisst doch so manches, Ryan. Ja, der Kampf der Titanen war enorm und gewaltig. Beinahe hätte er alles zerstört. Dann ist das Gekritzel hier bestimmt ganz schön wichtig. Leider können wir nur wenige dieser Schriften entziffern, nämlich jene, die den Thron besteigen. Das heißt, dass du es irgendwann lesen könntest, stimmt's? Mit Fleiß und harter Arbeit mag dies vielleicht eines Tages der Fall sein, doch zuvor gilt es, andere Aufgaben zu vollenden. Das hat Priorität rein. Ist mir klar, Melia. Dann legen wir mal los. Okay. Krieg ich die Trophäe trotzdem? Nee? Ist die Harmonie denn trotzdem gebrochen? Nee, sie ist noch richtig. Hä? Aber es war falsch. Ich speichere mal auf einer Datei ab. Dann lade ich die eine nochmal. Hä? Also hier steht, bei beiden muss ich die erste wählen. Ich skippe den Scheiß natürlich jetzt.
Ah. Ach ja, vor Urzeiten haben Bayonis und McConnis ja mal gekämpft. Wisst ihr es nun oder nicht? Oder versucht ihr mich zu belehren? Nein, mir fiel mir nur gerade ein, hatten wir in der Schule. Es ist nicht immer einfach, Ryan, euch schlau zu werden. Ja, es heißt die Inschrift Zeuge von dem äonenlangen Kampf. Du weißt nicht, was genau da steht? Ah ja, nur die, ja, genau. Okay, zumindest hat sich die Harmonie wieder verbessert am Ende. Und da ist die Trophäe, herzzerreißend. Okay, aber die Harmonie ist wieder zum Glück gut, okay. Ja, okay. Boah, wir haben die voll down gemacht. Wir haben Melia voll... Alter, wir haben die so down gemacht. Holy shit. Keine gute Sache, keine gute Sache. Ruf der Entia kann ich abhaken. Okay, danach ist Schulk und Melia. Haben wir zum Glück im Team drin. Dann können wir jetzt nach Elkamov gehen. Ach so, ich kann ja nicht hier hinreisen. Ich hasse das, ne? Dass man nicht nach Elkamov reisen kann, das ist so ultra nervig. Naja. Hui. So. Jetzt geht's ins Audienzzimmer. Oder woanders hin vielleicht. Also wir haben das Audienzzimmer in Elkamorf, die Himmelsterrasse, die große Halle und die mittlere Ebene. Mhm. Mittlere Ebene. Oben, oder? Da? Nee, das ist die große Halle. Aber das ist die mittlere Ebene. Ah, ganz da hinten. Ach du Scheiße. Da muss man so weit laufen wieder. Jump. Oh Gott, bis da hinten latschen. Okay, wen brauche ich denn da? Schala und Melia. Symbole, die auch hier so auf diesen, die genau vor uns jetzt. Kann man das lesen? Ist das japanisch oder ist das einfach haientianisch oder so? Keine Ahnung. Elkamov. So eine fette Stadt und nichts mehr los hier. Boah, das ist so ultra nervig. Holy shit. Das ist richtig nervig, hier lang zu latschen. Erstmal bei den ganzen Gegnern hier ein Harmoniegespräch machen. Easy. Die Kunst der Astrologie. Was ist mit euch, Schala? Ihr steht hier allein? Ich sehe mir die Sterne an. Sind sie nicht schön? Das sind dieselben Sterne, die ich auch von der Kolonie aus sehe. Irgendwie ein beruhigendes Gefühl. Ja, wahrlich ein schöner Gedanke. Melia, kennst du dich mit Horoskopen aus? Wo haben wir das denn? Hier wahrscheinlich, ne? Oh, das kann man auch nur während Nacht machen, tatsächlich. Okay, selbstverständlich. Horoskope deuten die Zukunft aus Sternkonstellationen. Genau. Und
Und ich dachte, Horoskope seien nur etwas für uns Homs. Horoskope wurden schon zu Zeiten der Urväter erstellt. Über ihren Ursprung ist mir allerdings nichts bekannt. Selbst unsere Ahnen haben also zu denselben Sternen aufgesehen. Ja, eine überwältigende Vorstellung, nicht wahr? Glaubst du an Horoskope? Ich glaube absolut nicht daran, aber Melia glaubt anscheinend daran. Aber ich bin die Kronprinzessin. Ist es überhaupt angemessen, dass ich mich dafür interessiere? Das ist überhaupt kein Problem. Alle Mädchen lieben Horoskope. Macht dir also keine Gedanken. Oh, das beruhigt mich. Ich danke euch, Schala. Schön. Was ist dein Sternzeichen? Ich bin ein Dichter. Und ihr? Ich bin ein Parfümeur. Wusstest du, dass Parfümeur und Dichter sich perfekt ergänzen? Wir beide geben ein wunderbares Team ab, Melia. Diesen Eindruck habe ich schon seit längerem. Wirklich? Wow. Dann durchschaust du die Leute besser als jedes Horoskop. Wow. Also wie gesagt, für mich Horoskope Schmu. Aber okay, wer dran glauben will, ist nicht meine Sache. Nö. Ist ja jedem selbst überlassen. Richtig? Okay. Ja, ich habe jetzt keinen Bock, den ganzen Weg nochmal zu gehen. Deswegen mache ich einen kurzen Gebietswechsel. Und zwar gehe ich hierhin zurück, damit wir direkt wieder unten sind am Transporter und direkt an der Rolltreppe. Weil jetzt nochmal den ganzen Weg da rumzulaufen, das dauert länger als hier diese zwei Teleports. Da habe ich keine Lust drauf. Keine Lust drauf. Große Halle, nördlicher Brunnen. Fiora und Ricky. Okay. So, wieder hier hochlatschen. Hui. Okay, Rennen geht schneller als Springen aktuell. So, komm, mach mal Ultra Jump. Ultra Jump! War nicht so geil, Ultra Jump-mäßig, aber hey, okay, ist mir egal. So, ich hätte gern heute noch Elkemoth fertig. Oh, und dann noch eine Folge mit Harmoniegesprächen. Es ist unfassbar, wie viel Zeit die kosten. Aber es ist irgendwie auch geil, aber wir hätten das mehr aufteilen sollen. Da habe ich leider einen Fail gemacht. Das ist mein Fail. Urväter der Hyentia. Fiora, Fiora. Was ist denn Ricky? Was ist das? Ricky Gänsehaut. Ricky ganz wow. Ach, die Statue? Melia hat mir davon erzählt. Sie stellt einen Urvater der Hyentia dar. Urvater? Kann man essen? Urvater wichtig? Ja, die Urväter waren die Begründer von Melias Dynastie. Melis Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opapon. So in der Art, sie sollen die Begründer der Zivilisation auf Bionis sein. Tolles Ur-Ur-Ur-Vogelvolk, Respekt. Sag das doch auch Melia, sie wird sich sicher freuen. Fiora, Ricky will Nopon-Kaiser werden. Nopon-Kaiser? Nicht schlecht. Und was willst du so als Kaiser machen? Alle Leute Waffe gegen Dino-Viecher bauen. Ja, das wird wahrscheinlich das Bessere sein. Jo. Eine Waffe gegen die Telethia, keine schlechte Idee. Muss alle vor Dino-Viechern beschützen. Sag Bescheid, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Soll Ricky erzählen, wie Waffe funktioniert? Da bin ich aber gespannt. Ätherkristalle, lecker, Schmecker für Dino-Viecher. Nopon legen Kristalle auf Boden, damit Dino-Viecher kommen. Sobald Dino-Viecher da, zieht Ricky Hebel und bumm, Boden geht auf, Telethia fällt in Loch. Nopon schaufelt Loch zu, Dino-Viech weg. Das nennst du eine Waffe? Nicht gut, dummer Plan? Naja, wie soll ich sagen? Willst du die Waffenentwicklung nicht lieber Schulk überlassen? Es gibt sicher anderes, was du besser kannst. Na gut, Ricky will guter Nopon-Kaiser sein. Wenn man Telethia so fangen könnte, hätten wir es leichter. Ja. Vielleicht, ja. Ach, das Gespräch in der kaiserlichen Villa haben wir sogar schon abgeschlossen. Das heißt, wir müssen nur noch zur Himmelsterrasse und zum Audienzzimmer. Okay. Wo war denn beides nochmal? Hier ist die Himmelsterrasse. Und das Audienzzimmer ist auch direkt da. Perfekt. Gibt es hier eigentlich noch Viecher, die mir was antun können? Nee, ne? Es gibt übrigens eine Errungenschaft für, wenn man ganz, ganz viele Telethias besiegt.
Die haben wir jetzt noch nicht. Die werde ich wahrscheinlich auch nicht machen, weil das ist einfach... Man hätte mit Level 80 hätte man hier leveln sollen. Das wäre sehr gut gewesen. Dann hätte man auch die Trophäe erhalten. Aber haben wir nicht. Haben wir auch nicht. Ist nicht so wichtig. So, Himmelsterrasse. Sieht halt echt geil aus. Ah, Ryan. Und ich meine, ja. Malerische Aussicht. Guckt sich das einer an, so hoch. Elkomov ist echt der Wahnsinn. Gebt acht, wohin ihr tretet. Sonst könnte dieser Anblick euer letzter gewesen sein. Wie habt ihr die Stadt eigentlich in die Luft gekriegt? Donnerwetter. Das Prinzip dahinter erweist sich als durchaus einfach. Ja klar, einfach, sagt sie. In jedem Fall ist die Brise hier schön frisch. Fühlt sich gut an. Was ist das jetzt? Himmelsterrasse, ne? Ich stimme zu. Dieser Blick über unser geliebtes Land ist wahrlich unvergleichlich. Alle Sorgen und Ängste scheinen hinfort zu werden. Ja, ich habe auch schon immer gerne in die Ferne gestarrt. Ha, wie damals, als ich ständig aus der Schule ausgebüxt bin. Habe vom höchsten Hügel der Kolonie in den Himmel geschaut. Ich gestehe, dass mich euer Geständnis nicht überrascht. Schulk hat dann immer nach mir gesucht. Hat mir ins Gewissen geredet, weil ich schwänze und so. War aber zwecklos. Irgendwann hat er es dann aufgegeben. Und seitdem hat er immer mit mir zusammengeschwänzt. Ryan, ihr habt also auf Schulk einen schlechten Einfluss gehabt? Tja, Schulk war halt auch kein Musterschüler. Das haben wir eben gemeinsam. Das hier, das zweite? Ja. Mir war schon länger bewusst, dass ihr, wie soll ich sagen, nicht ganz der Konvention entspricht. Dies wurde mir klar, als ihr mir in der Gruft zur Hilfe eilt. Nie zuvor hatten Homs diesen Ort betreten. Ha, solche Tabus brechen wir schon seit Jahren. Es heißt, er habe sich gar nicht mit meinem Bruder angelegt. Er wusste wohl, dass ich in Gefahr schwebe. Daher überredete er meinen Bruder, euch mir helfen zu lassen. Ryan, was ist mit euch? Ich war es, der gegen Kellyn angeredet hat, nicht Schulk. Ihr wart das, aber ich dachte... Und es war Dumbledore, der ihn dann überzeugen konnte. Also war es nicht Schuldidees gewesen? Hey, ich hab da jetzt nicht Falsches gesagt oder so. Oh nein, überhaupt nicht. Doch nun genug der Worte. Lasst uns zu den anderen zurückkehren. Okay. So, Himmelsterrasse abgeschlossen. Jetzt noch Schulk und Melia. Im Audienzzimmer. Ich weiß, die Zeit ist schon längst rum, aber... Das eine können wir noch schaffen. Es ist eh nur eine Harmoniefolge. Aber man erfährt viel, viel Background-Story, finde ich. Ist schon irgendwie geil. Oh, und hier die kaiserlichen Gardisten, ja, immer noch, wie sie einfach in der Reihe noch so stehen sogar. Einfach nur crazy. Ich kann ja nicht drüber springen. Was? So nah, doch so fern. Ich war so überrascht, als ich erfuhr, dass du eine Prinzessin bist. Das hätte ich nie gedacht, Melia. Verzeiht, dass ich es euch so lange verborgen habe. Ich wollte es euch sagen und wartete auf einen guten Zeitpunkt. Ich hätte es an deiner Kleidung erkennen müssen. Kleide ich mich anders als andere Damen? Was soll man jetzt da? Zweite Option. Okay, ja, aber es gefällt mir. Es stört euch nicht, tatsächlich? Das ist überraschend. Ich weiß nicht, was andere Damen tragen. Daher war ich besorgt. Mir ist doch nicht wichtig, was du trägst. Ich mag dich so, wie du bist. Ob du Prinzessin bist oder ein einfaches Mädchen. Wir sind Freunde und deine Herkunft spielt ja keine Rolle. Eure Worte erfüllen mein Herz mit Wärme. Es macht euch also nichts aus, dass ich anders bin? Ja, das spielt keine Rolle. Nope. Ich bin froh, dass ihr so denkt, aber würdet ihr mich bitte immer daran erinnern, wenn es nötig ist? Schließlich sind wir Reisegefährten. Aber ich bin mir da nicht immer so sicher wie ihr, Schulk. Manchmal blicke ich geradezu mit Neid auf unsere Gefährten. Echt, warum das denn? Alle gehen so ungezwungen miteinander um. Sie sind alle sie selbst. Ich aber wuchs als Mitglied der Kaiserfamilie der High-End hier auf. Du lebst aber nicht mehr in diesem Palast. Du bist frei. Versuche es doch gleich hier. Versuche, frei zu sein.
Mach einfach irgendwas. Keine Sorge, ich erzähle schon jemandem davon. Ihr meint hier jetzt? Das fällt mir schwer. Ich bin noch nicht bereit dazu, Schulk. Du musst dich nicht zwingen. Sei einfach du selbst, wenigstens für mich. Das werde ich versuchen. Vielleicht wird es mir auch eines Tages gelingen. Hoffentlich sogar bald. Sind das Anspielungen auf... Ich sag gar nichts. Ich bedanke mich einfach fürs Zusehen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss. Und jeder darf jetzt selber interpretieren, was dieses Gespräch zu bedeuten hatte. Viel Spaß. Ciao.